herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es bei mir um den zweiten Schwangerschaftsmonat, Schwangerschaftswoche 5 bis 8. Wer mein erstes Video noch nicht kennt, schaut gerne mal vorbei. Da erzähle ich euch, wie es sich angefühlt hat, nach fast 5 Jahren das erste Mal wieder auf natürlichem Wege schwanger zu werden. Dazwischen hatte ich einige Schwangerschaften, die leider in Fehlgeburten endeten. Auch das war sehr traurig und diese Schwangerschaften entstanden durch unterstützte Versuche. Ja, schlussendlich hat es dann auf natürlichem Weg nochmal klappen dürfen und ich war unheimlich glücklich, aber natürlich auch geprägt von vielen Ängsten und Sorgen durch die Vergangenheit und durch das, was in der Vergangenheit halt alles passiert ist, und bin das Ganze natürlich erstmal ja sehr gedeckelt angegangen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, auch Norm, mein Mann, hat sich wahnsinnig gefreut, aber natürlich wussten wir nicht oder hatten wir die Sorge, dass das ganz schnell, ja, wieder wie eine Seifenblase alles zerplatzen wird. Ich habe bei 4 plus 2, also in der 5. Schwangerschaftswoche, erfahren, dass ich schwanger bin und habe mir dann überlegt, dass ich aber nicht vor der 7. Schwangerschaftswoche zum Arzt und zur Kontrolle gehen werde, wenn ich nicht vorher irgendwie was bemerke, wie Schmerzen oder irgendwie was, und dann dort schaue, ob ein Herz schlägt oder nicht und nicht dieses, ich gehe mal ganz früh und vielleicht ist da eine Fruchthöhle und dann müssen wir eh wieder abwarten und kommen sie wieder nächste Woche rein und vielleicht ist da schon ein Dottersack, aber ein Herzschlag ist noch nicht. Also das wollte ich mir jetzt alles ersparen und habe mir deswegen gedacht, ich gehe in der 7. Schwangerschaftswoche und entweder schlägt da ein Herz oder schlägt keins. Das habe ich bei der vorangegangenen Schwangerschaft, die in der Zeit vom Lockdown war, das war der letzte unterstützte Versuch, den wir gemacht haben, auch genauso gehalten. Da konnte man mich in der Kinderwunschklinik nicht mehr schallen, weil da gerade wegen Corona alles zuging und man sagte mir, gehen Sie dann bitte zu Ihrem Frauenarzt, und der Bluttest in der Kinderwunschklinik, da war positiv gewesen, und dann habe ich dann halt für die 7. Woche einen Termin ausgemacht und da war halt nichts. Also da war was, aber kein Herzschlag, und hatte sich dann, wir haben dann nochmal ein paar Tage später geguckt und gewartet, dann auch bestätigt. Also es fand halt keine Entwicklung mehr statt und das war dann eben ja meine 4. Fehlgeburt, und die dann am Schluss auch in der 4. Ausschabung halt endete. Worauf ich mich immer so ein bisschen gestützt habe, war, dass ich dachte, es ist jetzt das erste Mal, dass es wieder natürlich geklappt hat, nach meiner Tochter Jonah. Auch die durfte ja noch auf natürlichem Wege damals entstehen, 2010, und ist geblieben und wurde dann 2011 gesund und munter geboren. Und daran hatte ich mich so ein bisschen festgeklammert. Das war so meine Hoffnung, dass ich dachte, okay, das ist jetzt wirklich so die einzige andere Voraussetzung gegenüber den letzten Jahren halt, wo wir es eben mit den unterstützten Versuchen probiert hatten. Und ich fühlte mich auch diesmal recht schwanger, zum Beispiel bei der vorangegangenen Schwangerschaft, wo man keinen Herzschlag dann feststellen konnte in der 7. Woche, wo sich einfach dieser kleine Embryo nicht weiterentwickelt hat, da habe ich mich nicht so richtig schwanger gefühlt irgendwie. Ich habe das damals auch zum Norm gesagt und es war auch mal wieder, also es war dann immer so, auch letztes Jahr bei der Schwangerschaft, dass es immer alles so mit Schmierblutungen anfing, und das war auch beim Lockdown halt so, und das hat mir auch schon kein gutes Gefühl gegeben. Und dann habe ich mich halt jetzt auch im April nicht so richtig schwanger gefühlt und so, und das hatte sich ja dann leider Gottes auch alles bestätigt. Letztes Jahr habe ich mich mal sehr schwanger gefühlt, da bin ich auch bis zum 4. Monat gekommen und habe es dann im 4. Monat leider verloren, das Baby. Das war natürlich ganz schlimm, weil da war noch schon eine große Entwicklung, die stattgefunden hat. Man hatte schon einen Herzschlag, man hatte schon ein richtiges Baby halt auf dem Ultraschall gesehen. Und das war natürlich dann eine ganz, ganz bittere Geschichte, wenn man dann halt ein Kind wieder gehen lassen muss, wenn man eigentlich das Gefühl hat, man ist über die kritische Zeit drüber. Und das Ganze war auch ein Mistabort. Das heißt, ich habe es bei der Pränataluntersuchung auf dem Ultraschallstuhl erfahren. Und diese ganzen Sachen werde ich euch irgendwann mal detailliert erzählen. Aber ja, all das nur mal kurz angerissen, ist dann natürlich auch immer das, was einen dann halt auch die ganze Zeit in Angst und Sorge macht. Und genauso gedeckelt sind wir jetzt trotz allem auch in die natürlich entstandene Schwangerschaft reingegangen. Nichtsdestotrotz habe ich mich sehr schwanger gefühlt dieses Mal, und ich habe zum Beispiel starken Harndrang sehr schnell verspürt und ich habe auch einen extremen Hunger gehabt. Das war echt total krass. Also ich habe gedacht, ich muss den ganzen Kühlschrank leer fressen. Das war so ein richtig
tiefer und derber Hunger, der direkt eingetreten ist. Schon in der 5. Woche fing das an, ja. Und ich bin dann echt auch runter zum Kühlschrank und musste essen, ne? Also es ging nicht anders. Ich habe dann um 4 Uhr früh eine Banane gegessen oder einen Käsetoast und generell habe ich auch gemerkt, ich habe so ein bisschen andere Essensgelüste. Ich habe zum Beispiel ganz, ganz viel Gurke mit Tomate, Salz und Pfeffer gegessen. Ich habe auf einmal total gerne Möhren gegessen mit so einem Frischkäse-Dip. Das war für mich ganz wichtig und ich merkte auch, dass ich regelmäßig essen muss. Mir wurde jetzt nicht so direkt übel, aber halt so ein bisschen flau. Und was auch extrem war, waren Brustschmerzen. Also ich hatte von Anfang an, also schon bevor ich den Schwangerschaftstest gemacht habe, habe ich schon gemerkt, mir tun die Brüste weh. Das habe ich aber auch manchmal, wenn ich meine Periode bekomme. Das hat aber im Grunde bis heute nicht aufgehört. Die sind weiterhin druckempfindlich. Die sind ja jetzt mittlerweile auch schon so ein bisschen gewachsen. Juhu. Aber ich hatte echt extreme Brustschmerzen und habe gemerkt, dass es da drin arbeite. Und das waren so Schwangerschaftssymptome. Und ich habe immer gedacht, bitte geht auch nicht weg. Ja, also letztes Jahr, wo ich mein Kind im 4. Monat verloren habe, da habe ich kurz vorher schon irgendwie ein schlechtes Gefühl gehabt und ich habe auch irgendwie gedacht, irgendwas, meine Brust ist weicher, irgendwas ist anders. Aber man will das ja dann wegwischen und auf die Ängste schieben. Ich hatte auch einen schlechten Traum und bin morgens aufgewacht. Das war 2 Tage vor dieser Untersuchung, wo ich das erfahren habe, dass das Kind nicht mehr lebt. Und ich bin aufgewacht und habe gedacht, also kam so ein Gedanke, dein Kind ist tot. Und so war es dann auch tatsächlich 2 Tage später, ne? Also es war ganz, ganz furchtbar für mich und da hat mich das Gefühl nicht getäuscht und deswegen habe ich mich an diesen Symptomen, die ich jetzt dieses Mal dann entwickelt habe, extrem festgeklammert und wenn ich dann mal irgendwie einen Tag nur so ein bisschen weniger Hunger hatte, dann habe ich schon Panik gekriegt. Ist das jetzt normal? Vielleicht lag es daran, dass ich noch nicht auf Toilette war und einfach noch nicht wieder Platz dafür war, aber sowas hat mir dann natürlich wahnsinnig Angst gemacht, ne? Und die Symptome blieben aber, ich hatte viel Hunger, ich habe die eben aufgezählten Sachen dann gerne konsumiert. Ich hatte halt diesen Harndrang, ich hatte die schmerzenden Brüste. Und so bin ich dann von Schwangerschaftswoche 5, ich habe mich sozusagen erstmal von Tag zu Tag gehangelt, in Schwangerschaftswoche 6 gerutscht. Ja, so hangelte ich mich dann durch die ersten Tage meiner Schwangerschaft und ich war natürlich extrem angespannt. Wir haben das hier zu Hause relativ totgeschwiegen, wir haben überhaupt gar nicht uns getraut, das so wirklich so auszusprechen, ich bin schwanger, ne? Auch Norm hat sich total zurückgehalten, ja, warten wir erstmal ab und warten wir auf den Termin, den ich dann bei 6+4, also in der 7. Schwangerschaftswoche vereinbart hatte und auch ich, jeder Toilettengang war immer so ein Gang erfüllt mit Angst, dass man bitte keine Schmierblutung oder irgendwie was vorfindet, ja, dass da irgendwie Ruhe ist, darauf habe ich gehofft und ja, war halt wie gesagt dankbar um jedes Symptom, was mich begleitet hat. Ich hatte halt auch wahnsinnigen Durst, das ist mir aufgefallen. Das kannte ich jetzt von anderen Schwangerschaften nicht so, dass ich unheimlich viel trinken musste und das hat mir natürlich alles immer so einen Hoffnungsschimmer gegeben, ne, dass sich da vielleicht wirklich was festgebissen hat. Ich habe dann auch weiterhin billige Schwangerschaftstests gemacht, um immer wieder diese 2 Linien zu sehen und mir auch selber beim positiven Denken zu helfen. Und bei diesen Billigtests, da wurde auch tatsächlich die Testlinie immer, immer dunkler, bis sie dann schon dunkler als die Kontrolllinie war. Da wusste ich dann auch irgendwie, das HCG scheint zu steigen, was ja auch ein gutes Zeichen ist. Und so war ich erstmal recht zuversichtlich. Und Ende der 6. Schwangerschaftswoche, ich weiß gar nicht, das war so ungefähr 5 plus 6, da kippte so ein bisschen meine Laune. Ich wusste auch gar nicht so richtig, was ist das jetzt? Und dann waren wieder diese Gedanken da, gehst du noch oft genug auf Toilette, hast du noch genug Hunger oder gehen hier vielleicht Schwangerschaftssymptome schon wieder weg? Und am nächsten Morgen bin ich dann aufgestanden und dachte auch, geh mal auf die Toilette, was... Und dann habe ich leider wirklich eine Schmierblutung vorgefunden. War nicht viel, aber es war mal wieder so, wie ich es kenne, wenn es halt nicht gut geendet hat. Und dann kam natürlich wieder die totale Panik in mir hoch, wo ich dachte, ja wunderbar, das wieder das Anfang vom Ende, ist ja klar, warum? Weil jetzt, ich werde 5 Jahre lang, verdammt nochmal, überhaupt nicht auf natürlichem Wege schwanger, ja? Und jetzt
passiert was und dann wird es mir jetzt vielleicht wahrscheinlich wieder weggenommen. Ey, bitte, welches Schicksal verarscht mich hier? Dann lass mich doch in Ruhe. Ich habe doch schon angefangen, diese Kacke, auf gut Deutsch gesagt, abzuschließen. Ich war doch jetzt schon dabei, ja. Ich hatte auch gespürt, ich will vielleicht auch gar nicht mehr nochmal unterstützte Versuche. Ich kann das vielleicht alles gar nicht mehr. Immer diese Hormonbehandlung, dieses Bibbern, bekommt man ein paar Eizellen, lassen die sich befruchten. Wenn man die eingesetzt werden, können die sich überhaupt einnisten und wenn sie nichts werden, dann stehen wir wieder vorm absoluten Nix. Völlig vorne am Anfang. So, jetzt klappt es natürlich und jetzt kriege ich wieder eine Schmierblutung. Ich saß also total fassungslos auf der Toilette und dachte, Schicksal, Arschloch oder was, ne? Was habe ich gemacht? Also, so habe ich mich gefühlt. Was habe ich falsch gemacht, ne? Warum? Also, für was soll ich denn jetzt bestraft werden? Was denn jetzt nochmal ein Schlag in die Fresse, auf gut Deutsch gesagt. Sorry, Leute, dass ich solche Begriffe verwende, aber ich möchte euch einfach verdeutlichen, was ich gefühlt habe in dem Moment. Es war eine Mischung aus Wut und aus Traurigkeit, aus Fassungslosigkeit und keine Ahnung. Und ich bin dann halt auch aus der Toilette rausgestolpert und es war halt morgens und habe es dann auch Norm gesagt und ich so, ja, ist vorbei, hier geht wieder eine Schmierblutung los und so, habe jetzt hier gerade gehabt und ich habe wirklich die Schnauze voll, mir reicht's und ich habe ja erst also ich hatte jetzt 5, 6 Tage später den Termin, ich so, ja, es ist jetzt vorm Wochenende, ich rufe jetzt beim Frauenarzt an, ob ich irgendwie vorbeikommen kann, ich wollte das dann ganz schnell alles erledigt haben, ich habe gesagt, ich möchte jetzt dahin fahren, ich möchte das geklärt haben, wenn da nichts ist, es ist noch vorm Wochenende, dann kann ich das Krankenhaus schon mal kontaktieren und da muss halt die nächste Ausschabung her und ich werde auch nicht warten, ob es von selber abgeht, weil das habe ich auch schon mal versucht und habe ich auch genug erlebt, das erzähle ich euch dann auch irgendwann mal ein andermal. Alles klar, ich hatte ja im Juni meine letzte Ausschabung. Die Chefärztin da, die kennt mich ja eh schon. Kann ich auch ein drittes Mal, also bei der auf dem OP-Tisch. Ein andermal lag ich noch in Düsseldorf auf dem OP-Tisch und so. Ne? So, also ich war wirklich so total schnauzevoll, ich will nicht mehr. Ich war voll mit Wut auch, ja. Und dann habe ich halt den Frauenarzt auch angerufen, habe dann die Situation erklärt und dass ich das halt auch gerne geklärt haben würde. Zwar nächste Woche den Termin habe, aber gerne vor dem Wochenende vorbeikommen möchte. Und ja, dann bin ich auch da hingefahren und auch dort auf der Toilette war auch ein bisschen Schmierblutung, meistens, wenn ich abgewischt habe und so. Und dann bin ich halt rein zum Frauenarzt und habe auch gesagt, also ich bin jetzt heute hier, weil ich denke mal, das hat sich erledigt, ist halt leider so und so. Und die Freude war groß, weil das erste Mal natürlich. Aber ja, gucken wir jetzt mal. Ich denke, das war's. Also ja, dann gucken wir jetzt mal sofort. Und dann haben wir geschallt und dann hat er auch ganz schnell was gefunden, eine Fruchthöhle mit einem Embryo. Und Herzschlag. Ja, entschuldigt, ich musste kurz unterbrechen. Ich wusste gar nicht, ob das in dem Moment, ob das jetzt Geschenk oder ein noch größerer Schlag ins Gesicht ist. Ich habe nur gesagt, nein, nein. Ich habe Schmierblutung, aber da ist ein Embryo mit einem schlagenden Herzen. Bei 5 plus 6 war ich da. Und ich habe gedacht, okay, bin ich jetzt hier einmal hingefahren, um den Embryo mit dem schlagenden Herzen zu sehen, aber eigentlich hat schon der Abgang begonnen, weil ich ja eben schon die Schmierblutung hatte und auch auf dem also auf dem Untersuchungsstuhl war ein bisschen was zu sehen, an dem Ultraschallstab war auch die Schmierblutung erkennbar. Und ich wusste gar nicht, ob ich das jetzt noch viel, viel schlimmer finden soll. Irgendwie war es total toll. Und auf der anderen Seite gleichzeitig grausam. Mein Frauenarzt hat dann die ganze Sache erstmal so ein bisschen versucht zu beruhigen und sagte dann, okay, wir haben hier ein Embryo, der völlig intakt erscheint. Ich glaube, der hatte da schon auch irgendwas um die 5 mm, einen kräftigen Herzschlag, eine gute Fruchthöhle. Also es sah alles gut aus und jetzt ist da eine Schmierblutung. Okay, er sagte dann auch nochmal, bei 25% der Frauen kommen auch harmlose Schmierblutungen vor. Das muss überhaupt noch nichts heißen. Sie haben ja nächste Woche sowieso einen Termin. Dann kommen Sie nochmal vorbei. Und ich war aber eben, weil mittlerweile, ne, Meisterin des Schwarzmalens, immer nur Kacke erlebt. Ich war jetzt nicht unbedingt zu dem Moment die Frau, die dann dachte, ah klar, ich gehöre dann zu den 25%, die harmlose Schmierblutungen haben, wird schon alles. Das ist halt natürlich sehr, sehr schwierig, daran dann zu glauben. Und das konnte ich auch nicht. Und
bin dann halt auch raus aus der Praxis, habe Norm angerufen. Das Blöde ist ja auch durch Corona, wir können ja die Männer im Moment nicht mitnehmen. Wir müssen ja alles irgendwie alleine meistern in solchen Situationen. Und habe dann Norm angerufen, habe dann auch halt unter Tränen gesagt, ja, da ist halt was, da ist ein Embryo mit einem schlagenden Herz, aber die Schmierblutungen sind halt ja auch da. Ja, und so bin ich dann halt erstmal nach Hause gefahren und die Schmierblutungen hielten auch an, bis ich dann den nächsten Termin hatte, bei die Woche drauf bei 6 plus 4. Ja, die Tage zwischen diesen ersten zwei Untersuchungen waren natürlich unheimlich schwierig, auch wenn das nur so 5-6 Tage waren, aber ich habe mich dann innerlich versucht zu verabschieden, dass das halt nichts werden wird aufgrund der Schmierblutungen, die ja dann auch weiterhin anhielten. Andererseits hielten auch diese Schwangerschaftssymptome an, wurden vielleicht sogar teilweise stärker. Der Hunger war extrem da, ich musste auf Toilette, die Brüste schmerzten weiterhin. Und ich habe dann auch immer nur gebetet, dass mein Körper mich da nicht dahingehend nicht total verarscht. Und vielleicht tut das doch und die Hoffnung stirbt zuletzt. Also es war ein Hin und Her, aber letztendlich natürlich kein gutes Gefühl. Und bei jedem Toilettengang wurde ich natürlich auch wieder in diese Realität gezogen, dass da wahrscheinlich vielleicht was nicht stimmt. Und ja, so habe ich mich dann eben bis zu diesem Tag 6 plus 4, das war also Mitte der 7. Woche, gehangelt, um dann halt wieder zum nächsten Termin zu gehen. Ich war auch wahnsinnig nervös, man hatte mir extra einen Termin sehr früh gegeben und damit ich nicht lange warten muss. Und ich muss auch wirklich sagen, also mir, ich weiß gar nicht, mit welchen Erwartungen hatte ich gar nicht so richtig, also eher so halt negativ. Ich dachte, okay, dann lege ich mich jetzt dahin und dann sagt das mir jetzt, dass das jetzt gestoppt hat und die Entwicklung nicht weitergegangen ist. Ich hatte mich auch schon geärgert, dass ich halt vor dem Wochenende zur Untersuchung bin, weil ich dachte, wenn es dazwischen gestoppt hätte, dann hätte ich das wenigstens nicht gesehen, weil ich finde, immer ab dem Punkt, wo man dann auch schon ein schlagendes Herz gesehen hat und danach ist nichts mehr, finde ich es noch schlimmer als die eine Fehlgeburt, die ich hatte, wo ich auch nie das Herz habe schlagen sehen. Also ich fand es persönlich wesentlich einfacher, weil ich dann auch nie so richtig wusste, hat es denn überhaupt richtig angefangen oder nicht, als wenn man eben schon einen Herzschlag gesehen hat. Und sorry, jetzt bewegt sich hier gerade was. Hallo, schön. Das war natürlich ein wahnsinnig schlimmes Gefühl für mich dann bei 6 plus 4. Und dann kam der Frauenarzt halt rein und ich lag da auch wieder alleine. Ich hätte so gerne meinen Mann an meiner Seite gehabt. Und dann hat er auch relativ fix gar nichts groß gesagt, hat gesagt, wir gucken jetzt erstmal nach, wie Stand der Dinge ist. Und dann ging das halt los und mittlerweile kann ich ja Ultraschall ganz gut mitlesen und gucken und weiß, was bedeutet. Und ich sah dann auch wirklich eine größere Fruchthülle und ich sah da auch ein Embryo. Und dann sagte er auch, also er guckte erst eine Weile so und sagte nichts. Und das war für mich schon so ein schlechtes Zeichen, wo ich dachte, okay, finito, jetzt sag doch mal. Und dann plötzlich sagte er, nee, also hier schlägt das Herz und ist auch gewachsen, wir gucken mal. Und dann ist das wirklich schon, der Embryo schon fast auf 1 Zentimeter gewachsen innerhalb dieser Tage. Und ich dachte, oh mein Gott, also wie, was, wow, es ist gewachsen und das Herz schlägt weiterhin, die Fruchthülle ist größer. Die sah so ein bisschen komisch aus, die sah so ein bisschen länglich wie eine Banane aus, ob das jetzt so toll war. Ich habe hier auch mal so ein Ultraschallbild. Das ist, was ich dann sehen durfte mit einem kleinen Herzschlag und Dottersack und Embryo und dachte, okay, ja, da ist was. Und ich war irgendwo erleichtert, dass es nicht das ist, was ich erwartet hatte. Also ich habe gerne falsch gelegen. Auf der anderen Seite haben mir natürlich die Schmierblutungen extrem Sorge gemacht und wusste ich wieder nicht so, ja, also kriege ich jetzt die Watsche halt in ein paar Tagen oder nicht so. Und mein Frauenarzt hat dann wieder darauf bestanden zu sagen, ja, es gibt halt auch harmlose Schmierblutungen. Das Ganze ist ja auch noch die Implantationszeit. Warten wir es ab. Der Embryo hat sich gut entwickelt, zeitgerecht entwickelt. Das Herz schlägt kräftig. Schauen wir einfach. Kommen Sie erst in 2 Wochen wieder. Ich so, okay, in 2 Wochen. Ja, dann schauen wir halt in 2 Wochen. So bin ich dann halt wieder aus der Praxis raus und ich habe dann halt Norm direkt Bescheid gesagt. Der hat sich auch gefreut, aber war natürlich auch gedeckelt. Und in diesem ganzen Gefühlschaos bin ich dann nach Hause und habe dann sozusagen den Rest des zweiten Schwangerschaftsmonats verbracht. Habe immer darum gebetet, dass meine Symptome nicht aufhören.
die auch schön brav da blieben und habe weiter auf Schwangerschaftstest gepieschert, um zu gucken, ob alles in da auch irgendwie nichts wieder blasser wird oder. Und konnte aber insgesamt gar nicht, oder ich wusste gar nicht so richtig, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Ja, als ich dann wieder zu Hause war, habe ich mich auch teilweise erstmal so ein bisschen in meinem Bett verkrochen. Ich habe unheimlich viel wieder in Foren gelesen, was ich auch in den letzten Jahren schon getan habe. Man sucht ja immer nach Antworten, die man nicht so wirklich findet. Und es kann ja immer alles oder nichts sein in vielerlei Hinsicht. Kennen bestimmt viele von euch auch. Man findet mutmachende Berichte, die positiv ausgehen. Man findet negative Berichte. Also alles ist dabei. Sucht dir was aus. Und ja, dann hat mich auch die Fruchthülle natürlich, die ich euch eben schon ein bisschen gezeigt habe, ein bisschen irritiert, weil die ja oft auch sehr rund ist. Bei mir war sie halt eher so länglich und auch ein bisschen gezackt und ausgefranst. Und dann dachte ich auch, ja, vielleicht ist das jetzt auch nicht so ein gutes Zeichen und vielleicht verabschiedet die sich da eher. Und so ganz grundoptimal ist das ja hier alles irgendwie nicht. Und das hat mich dann schon extrem arg auch beschäftigt. Und ja, die Schmierblutungen, die gingen auch munter weiter, also die gehörten dann so ein bisschen zu meinem Alltag dazu. Das Ganze ging dann, also fing an Ende der 6. Schwangerschaftswoche und ging bis fast Ende der 8., also über 10 Tage hatte ich Schmierblutungen, bis sie dann irgendwann wirklich so verebten. Es war wirklich nicht viel, es war auch meistens nur bei den Toilettengängen, aber es war halt ganz klar da und als das aufhörte, wusste ich auch wieder nicht, ob das so gut ist. Also da dachte ich auch wieder, vielleicht ist das jetzt, weil es vorbei ist, ist auch die Schmierblutung vorbei. So ähnlich war es bei dem Verlust im 4. Monat. Da hörten irgendwann Schmierblutungen auf, aber irgendwann, ja, lebte das Kind halt auch nicht mehr. Also da wusste ich auch wieder nicht, was ich davon halten soll. Und man kommt sich da zwischendurch ja schon auch wie so ein Psychopath irgendwie oder Psychopathin vor, weil man alles versucht zu durchleuchten und das Gedankenkarussell sich da ständig irgendwie dreht. Und ich habe nach dem Frauenarzttermin, nachdem ich wusste, da ist wirklich ein schlagendes Herz und irgendwie findet da doch eine Weiterentwicklung statt, mit einem Immunologen wieder Kontakt aufgenommen, mit dem ich auch bei einem unterstützten Versuch zusammengearbeitet habe. Der arbeitet mit Omega-3-Infusionen und checkt vorher das Blut und guckt, ob es da gewisse, ja, ich nenne es mal Abstoßungsreaktionen vom Körper gibt, auf die Einnistung bezogen. Und da gibt es verschiedene Verfahren und Möglichkeiten. Ich möchte das jetzt hier gar nicht zu groß erklären. Ich bin kein Arzt. Da sollte man immer wirklich mit Ärzten auch Rücksprache halten und sich austauschen. Es ist aber etwas so, wie ich es jetzt erklären kann und wie ich es erklärt bekommen habe und so, wie ich es verstanden habe. Ja, aber ich möchte jetzt nicht, dass jetzt jede Aussage von mir da so ist es und so hast du das gesagt. Auf jeden Fall habe ich da Kontakt aufgenommen und habe gesagt, dass ich halt natürlich schwanger geworden bin und positiv und Herzschlag schon habe und habe mich dann halt nochmal in Behandlung gegeben und habe halt wöchentlich diese Omega-3-Infusion gemacht und mein Blut wurde halt kontrolliert und geguckt, wie sieht es aus. Da gibt es halt auch noch andere Möglichkeiten, medikamentös zu unterstützen und natürlich kann ich nicht 100% sagen, ob es jetzt dadurch besser gehalten hat nach hinten raus oder nicht, weil bei dem unterstützten Versuch davor hat es ja leider nichts gebracht, aber auch da muss ich sagen, es ist ja, der Arzt ist ja am Schluss immer kein Wunderheiler und auch nicht der liebe Gott. Jeder Arzt kann ja nur begleiten und unterstützen und manchmal bringt es halt was und manchmal nicht. Ich hatte mich aber eben dafür entschieden, mit diesen Infusionen halt nochmal zu arbeiten und auch mein Blut kontrollieren zu lassen. Ich wollte halt einfach nichts unversucht lassen oder mir auch hinterher nichts vorwerfen, dass ich immer sagen kann, ich habe alles gemacht und alles versucht und schlussendlich ist es auch vielleicht manchmal einfach für den Kopf gut und ich habe mich da gut aufgehoben gefühlt und habe dann eben angefangen, in diesen Wochen halt nochmal diese Infusionen wöchentlich mir geben zu lassen. So, genau. Wenn ihr da mehr Fragen zu habt, dann schreibt mich gerne an. Wie gesagt, Ende der 8. Woche hörten dann die Schmierblutungen wieder auf. Die Schwangerschaftssymptome wurden aber ein bisschen stärker. Es gab auch mittlerweile Sachen, die ich nicht ertragen konnte. Ich habe zum Beispiel ein leckeres Geschnetzeltes gemacht mit so Fleisch und Apfelstückchen drin. Habe ich immer geliebt. Und als ich jetzt diesen Apfel in dieser cremigen Fleischsoße
Und da dachte ich so, oh, es geht gar nicht, wie eklig ist das denn? Dann gab es zum Beispiel ein, zwei Duftkerzen, die ich geliebt habe, die konnte ich nicht mehr riechen. Also viele Gerüche waren mir einfach viel, viel zu intensiv. Und innerlich habe ich mich natürlich darüber gefreut, weil ich dachte, jedes Symptom, was da ist, dazukommt oder sich verstärkt, kann vielleicht etwas Positives und was Gutes heißen. Und ja, so beendete ich dann ja die 8. Schwangerschaftswoche und damit auch den 2. Schwangerschaftsmonat. Und die nächste Untersuchung, also die 3. Untersuchung, sollte dann in der 9. Woche sein. Aber da sind wir dann schon in Schwangerschaftsmonat 3 und davon werde ich euch dann im nächsten Video berichten. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal, dann werdet ihr auch regelmäßig informiert, wenn hier wieder ein neues Video hochgeladen wird. Und ansonsten trefft ihr mich täglich auch noch bei Instagram.